YouTube, willkommen zu meinem Videoten-Tag-Video. Der liebe Olli, also alias der Moviepicker, hat mich ja getaggt. Und ja, ich habe mir hier mal die Fragen auf mein Handy kopiert, beziehungsweise per Screenshot Fotos gemacht. Und ich werde das jetzt mal ein bisschen spontanmäßig machen. Und ja, also fangen wir erstmal, würde ich jetzt mal sagen, mit den Fragen an. Wie gesagt, wir werden ja dann in dem Tag immer in den 10 Fragen gestellt. Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Frage so gesehen an. Frage 1, kleine persönliche Warm-up-Frage: Wie viel Einfluss hat YouTube auf dein Leben? Gelegentlicher Spaß, lockeres Hobby, Zweitjob oder gar Lebensinhalt? Ja, da kann ich es eigentlich halten, so wie der liebe Olli. Also für mich ist es wirklich nur Freizeit bzw. Hobby, weil eben halt ich verbinde es mit meinem Hobby, sprich Filme sammeln und ja, Filme schauen etc. Und also es ist jetzt für mich nicht kein Lebensinhalt. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sagt von wegen, oh, ich muss jetzt unbedingt wieder ein Video hochladen etc. pp. Wie gesagt, ich mache es nur als hobbymäßig ich lebe auch nicht davon. Also ich gehe ganz normal arbeiten und von daher, also wie gesagt, ich mache es wirklich nur hobbymäßig. Also es gibt natürlich auch professionelle YouTuber, die das wirklich professionell machen und damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen oder wenigstens ein bisschen was nebenbei noch verdienen damit. Aber ich mache es wirklich nur rein hobbymäßig. Frage Nummer 2. Gibt es noch Filmhelden? Schwarzenegger, Stallone, Willis, Weaver. Damals gab es ikonische Helden, Heldinnen in Filmen, die Garant für Qualität waren. Warum findet man keine jungen Nachfolger auf der großen Leinwand mehr? Oder ist dies ein Irrtum? Ja, also, was heißt, auf der großen Leinwand muss ich wirklich sagen, da ist wirklich ein bisschen, was das angeht, ist da wirklich Mangelware. Ja gut, also ich sag mal auch so wie der Olli schon gesagt hat, Jason Statham oder Dwayne Johnson, also die hauen ja wirklich schon wirklich ein paar Filme raus, wo man sich denkt, ja okay, die sind gut, aber das ist jetzt nicht so wirklich, wo man jetzt sagen würde, also die kann man jetzt nicht so mit Klassikern vergleichen wie zum Beispiel Demolition Man, Rambo, Terminator. Ja, oder eben halt so die Chuck Norris-Filme, die Filme Missing in Action etc. pp. Das kann man damit nicht vergleichen. Ich sag jetzt mal auf der großen Leinwand. Nur auf die großen Leinwand bezogen ist das wirklich so, dass man da irgendwie nicht großartig jetzt irgendwie noch Filmhelden findet oder sieht. Wenn man jetzt auch so auf den, ich sag jetzt mal Direct-to-DVD, Blu-ray, Video on Demand, Markt oder Sektor mal ein bisschen ausweicht. Also da finde ich, gibt es schon wirklich noch so Helden-Ikonen. Ich sage jetzt wirklich mal, ich sag jetzt mal ganz blöd, also meiner Meinung nach, so wie ich das finde persönlich, Scott Adkins, Iko Uwais, immer so Kampfsportler, die wirklich, wo man wirklich sagt, ja, die haben auch wirklich Potenzial. Alleine Scott Adkins, was der macht, ist grandios. Aber so wirklich auf der großen Leinwand, also muss ich auch schon sagen, ist da echt, was das angeht, Filmhelden angeht, echt Mangelware. Also da ist schon nicht mehr so dieses, wo ich sagen würde, ja, also das ist wirklich, wirklich ein Filmheld, also definitiv nicht. Also das ist meiner Meinung nach jetzt nicht momentan der Fall. Frage Nummer 3, Trailer. Spoilern zu viel, führen in die Irre, zeigen Szenen, die im Film nicht vorkommen, waren sie damals besser? Ja, also was ich wirklich ehrlich sagen muss, dass die Trailer, wo ich das auch so kenne, oder auch wo damals, ich sage ja mal, der allererste Jurassic Park Film. Die waren wirklich grandios, die waren auch richtig gut gemacht, alles. Wenn man sich wirklich heutzutage anguckt, man kriegt
Deswegen finde ich das immer so blöd. Man hat bestes Beispiel zum Beispiel Transformers The Last Night. Da kam, ich weiß gar nicht, welcher Trailer es war. War das der erste Trailer oder war es der Teaser? Ich meine, das war Trailer 1. Der war so, ich fand den richtig klasse gemacht. Da war auch so eine düstere Musik, so eine düstere Atmosphäre etc. pp. Wenn man aber dann die ganzen anderen Trailer davon danach gesehen hat, da hat man sich schon wieder gedacht, ah, okay, das läuft dann wieder doch so in eine ganz andere Schiene ab etc. pp. Und dann sieht man wirklich, so wie Olli das auch schon gesagt hat, man hat eher wirklich einen Teaser-Trailer, dann Trailer 1, 2, 3, internationaler Trailer, dann noch jede Menge TV-Spots. Also ich weiß nicht, warum das immer so riesig aufgebauscht werden muss, dass man zig Trailer, wo man schon so gesehen eigentlich fast die ganze Story, beziehungsweise die ganzen besten Szenen aus dem Film rausnimmt. Ja, dann irgendwie, weiß ich nicht, dann wirklich so das alles in die Trailer packt und wo man sich denkt, ja schön, ich habe die Trailer jetzt gesehen, dann brauche ich mir den Film ja eigentlich gar nicht mehr geben, weil ich ja aus den Trailern schon das alles kenne. Von daher ist das mit den Trailern heutzutage echt blöd. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass damals für, ich glaube, das war sogar noch da, wo der in Cannes vorgestellt werden sollte, ich weiß das gar nicht mehr. Dass die ja extra dann zum Beispiel, so wie Olli das ja auch schon sagte, der Moviepicker, dass die für einige Filme wirklich extra Teaser-Trailer gemacht haben. Also sprich, vorher den Film noch gar nicht irgendwie großartig fertig, sondern nur erstmal Trailer, um dann da, so gesehen darauf den Film aufzubauen. Ich meine, dass da zum Beispiel, das muss ich gerade überlegen, ich meine, dass da zum Beispiel sogar für Terminator 2 damals extra ein Teaser gemacht wurde. Also sprich jetzt, dass man da extra einen Teaser-Trailer für erst gedreht hat und danach dann angefangen hat, den Film zu machen. Aber wie gesagt, heutzutage mit den Trailern, das ist dann wirklich, es wird viel zu viel rausgehauen an Trailern, an Material, an Infos, was man eigentlich so noch gar nicht wissen will und man sich dann eigentlich gar nicht mehr auf den Film freut. Was ich zum Beispiel aber bei den Russo-Brüdern ganz gut finde, die ja eben halt Avengers Infinity War, Civil War, Endgame gemacht haben, dass die ja schon in Interviews gesagt haben von wegen, ja, wir machen Trailer, wir machen auch mehrere Trailer, um jetzt zum Beispiel auf den Punkt zu kommen von wegen, ja, führen in die Irre oder bin halt in Szenen, die im fertigen Film gar nicht vorkommen, dass die ja manchmal gesagt haben, von wie wir machen extra, wir drehen extra Szenen nur für den Trailer, um so gesehen Leute, die irgendwie spoilern wollen etc. pp. ein bisschen auf eine falsche Fährte zu locken. Das finde ich an sich gar nicht mal so schlicht. Also das finde ich eine ganz gute Idee. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal aufs Zimmer zurückzukommen, Szenen, die im Trailer drin sind, aber die in fertigen Film fehlen. Da gibt es zum Beispiel, glaube ich, mein Beispiel, was ich jetzt so mir vor Augen führe, ist Rogue One. Da gab es ja zum Beispiel eine Szene, wo Jyn Erso auf diesem Kommunikationsturm steht und auf so einem Steg läuft und auf einmal kommt dann ein TIE Fighter hoch. Die gab es zum Beispiel gar nicht oder die haben sie anders gedreht. Dann gab es aber noch so ein paar andere Szenen, die anders gemacht waren, etc. Ich weiß nicht mehr genau, aber wie gesagt, da gibt es ja auch, oder es gibt ja zum Beispiel auch, glaube ich, ein sowas Bescheuertes. Da gab es ja zum Beispiel, glaube ich, beim Trailer von Jack Reacher, so damals vom ersten Teil, gab es, glaube ich, eine Szene, auf jeden Fall im Trailer, da wurde. Das spielt ja auch ein bisschen mit Bergbau etc. oder nicht Bergbau, sondern auf jeden Fall, ja, irgendwas auf jeden Fall mit Bebauung und hast du nicht gesehen. Ich weiß, es kommt jetzt nicht genau drauf, wie jetzt genau der Begriff ist. Da gibt es auf jeden Fall im Trailer, gab es eine Szene, da wird dann so ein kompletter, ich sag jetzt mal so eine Bergreihe weggesprengt. Und ich meine, das war in Australien oder Neuseeland. Da hat es ein Kinogänger wirklich gegen, ich glaube Paramount, Paramount. Da hat ein Kinogänger gegen Paramount geklagt, weil diese eine Szene aus dem Trailer nicht drin vorkam. Und
Ich glaube, der hat auch nicht richtig gekriegt, weil dann hieß es von wegen ja, aber sehen ja, es gibt ja zig an Beispiele von Trailern, die, wo Szenen drin sind, die im fertigen Film gar nicht drin vorkommen, etc. Aber nochmal da ein bisschen auf das Thema zurückzukommen, von wegen Szenen, die im Trailer vorkommen, aber im fertigen Film nicht drin sind. Also von daher, aber ich würde, wie gesagt, also ich fände es wirklich besser, wenn jetzt Studios vielleicht so einen kleinen Teaser-Trailer machen, wirklich nur ein bisschen anzuteasern, oh okay, da kommt der und der Film, aber sich dann auf einen Trailer beschränken oder wie gesagt einen Haupttrailer und vielleicht dann noch einen internationalen Trailer und das war's. Weil sonst, es gibt, diese Trailer geben viel zu viele Infos raus, was das angeht. Dann kommen wir mal zu Frage 4. Kinoärger, schärfere Regeln im Kino wie Handyverbot und Lärmsecurity. Sollte es das geben oder ist das völlig egal? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also das mit dem Handy ist ja schon eigentlich, also da wo ich jetzt ins Kino immer gehe, das ist schon gang und gehe, da kommt kurz vor den Trailern kommt dann immer so ein Werbespot, bitte schalten Sie jetzt Ihr Handy aus, bla bla bla. Also das finde ich völlig okay. Das mit dieser Lärm, ich sage jetzt mal Lärm-Security, fände ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Also ich hatte einmal die Situation, da bin ich mit meinem Bruder und einem sehr guten Kumpel von meinem Bruder ins Kino gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, war das sogar Rogue One? Ich weiß gar nicht, welcher Film das war. Nee, Rogue One war das nicht. Das war auf jeden Fall irgendein Film, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher. Und wir saßen ganz hinten in der Reihe, alles schön und gut, waren auch nicht viele Leute drin, ich glaube mit uns gut 20 Leute oder so. Und die vorderste Reihe, da waren, glaube ich, 3 oder 4 Leute. Und die haben dann auch so gekichert und bla 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 und teilweise nur Scheiße gemacht. Und der Kollege von meinem Bruder beugt sich, fand ich so genial, beugt sich dann nur rüber und sagt dann durch die Stühle von wegen, jetzt seid mal ein bisschen ruhiger, es gibt doch Leute, die den Film genießen wollen und sonst rappelt es gleich. Und das, dann mal Ruhe, also das fand ich schon klasse, also wenn man da vielleicht irgendwie ein bisschen mal, da hätte es auch gereicht, wenn man jetzt wirklich dem Personal sagt, von wegen, da sind welche, die, sag ich mal, bauen nur Scheiße. Ich finde sowas nicht verkehrt, weil man will ja doch auch im Kino auch so einen Film genießen. Und von daher finde ich das völlig, fände ich das zum Beispiel so überspitzt gesagt, Lärmsecurity fände ich nicht schlecht, aber es ist jetzt ein bisschen sehr weit ausgeholt, was man hier unter Lärmsecurity versteht. Aber ich fände es jetzt nicht so schlimm, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr drauf achten würde. Frage Nummer 5. Bootleg DVD Blu-rays, gut oder böse? Heldenhafte Aktion, die den Labels zeigt, was die Fans sich wünschen, oder kriminelle Raubkopierer, denen das Handwerk gelegt wird, gehört? Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich bin ja auch einer, der teilweise Bootlegs in seiner Sammlung hat. Bei mir ist das auch immer der Fall. Ich habe ja zum Beispiel auch mal diesen Extended, ich sag mal die Extended-Version von Silent Trigger in der Sammlung gehabt. Das war ja dann angeblicher England-Import mit deutschem Ton etc. pp. So, wo ich dann gehört habe von wegen, es kommt aber jetzt erstmal aus offiziell geprüfte deutsche Blu-ray, DVD davon raus, fand ich mega. Also fand ich wirklich klasse. Dann habe ich aber irgendwie verpennt, mir das immer mal zu holen und durch Philipp, nochmal schöne Grüße an Philipp, habe ich immer halt die Chance gekriegt, dann den zu bekommen und habe dann meinen Bootleg auch rausgeschmissen. Gut, es gibt auch einige Filme, wo ich mir denke, von wegen, ja, da wäre eigentlich mal längst eine offizielle VÖ von fällig, aber irgendwie kommt da nichts. Und wie zum Beispiel jetzt eben mit hier Ritter aus dem All, den Film mit Hulk Hogan, den Film finde ich klasse, wird aber nie von irgendeinem, auch noch nicht mal von irgendwie einem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, zweitklassigen Studio in Betracht gezogen, den mal zu veröffentlichen. Von daher, wo ich dann gesehen habe, okay, oh, es gibt eine DVD, die ist auch gepresst, alles schön und gut, fand ich das mega. Wenn es jetzt so DVDs sind, wo ich jetzt denke von wegen, aha, okay, ja, aber schön, ist gebrannt. Wo ich mir denke, ja, für eine gebrannte DVD, da gebe ich doch auch kein Geld aus, bin ich dann bescheuert. So wie ich jetzt zum Beispiel letztens auch wieder eine, ich glaube bei eBay steht die sogar drin,
True Lies auf Blu-ray. True Lies, die Rechte liegen bei James Cameron. James Cameron hat ja schon mal gesagt, von wegen auch mit zum Beispiel The Abyss, dass er momentan an einer Blu-ray-Umsetzung davon arbeitet, etc. pp. Das verzögert sich aber alles durch die Dreharbeiten von Avatar 2, 3, 4 und 5, für wer weiß noch was. Dass er da dann das Bestmögliche an Bild und Ton und alles raushauen will auf eine Blu-ray, ist alles schön und gut. Wo ich aber dann nicht verstehe, wie man dann so ein Angebot reinsetzen kann bei eBay. True Lies, bla bla, Börsenware. Und dann steht da irgendwie von so und so einem Anbieter, keine Ahnung, auf einem wiederbeschreibbaren Medium. Wo ich mir denke so, hä? Wofür soll. Ich gebe doch dann für ein DVD-Rolling. Sag ich jetzt mal ganz blöd, für einen DVD-Rolling gebe ich doch dann kein Geld aus. Nur weil ich den Film nie, oder eine Blu-ray-Rolling, wo ich den Film so nicht auf Blu-ray kriege, sorry, wenn ich so Filme habe als Bootleg-Version, dann gucke ich immer, sobald die Dinger auf offiziell, in irgendeiner Form offiziell rauskommen, released werden, dass ich mir die auf jeden Fall hole und den Bootleg-Kram so gesehen rausschmeiße. Nur immer, wie gesagt, wenn es wirklich nur Filme so gibt, dann sage ich auch nicht nein. Aber prinzipiell bin ich mehr für Original. Also das ist schon, das ist klar. Also Original geht nichts drüber, definitiv nicht. Vor allen Dingen auch von der Qualität her. Gut, man hat einige Bootlegs, wo man sich denkt so, ja, vom Bild her schon ganz gut, vom Ton, ja, ein paar Abstriche, aber an sich top. Aber es geht nichts über Original DVD Blu-ray Qualität und von daher wird immer Blu-ray DVD Original bevorzugt. Ne? Ganz klar. Frage Nummer 6. Aktuelle Zensurpolitik in Deutschland auf und ab, wie starker Wellengang? Erst eine Welle von Listenschreibung, Neuprüfung, dann aber Zensur von Filmen wie Brawl on Cell Block 99 oder Avengement etc. Was steckt denn deiner Meinung nach dahinter? Ja, was dahinter steckt, kann ich noch nicht mal sagen groß. Wie Olli ja auch schon sagte, dass das IFSK wirklich momentan sehr viel vom Index auch runtergeschmissen hat. Deswegen kann ich jetzt, großartig noch nicht mal was zu sagen. Gut, also ich denke mir teilweise auch bei einigen Filmen, die ab 16 freigegeben sind, da denke ich mir wirklich, wenn ich mir die angucke, denke ich mir, oh, da müssen die Prüfer oder der muss der Prüfer aber echt einen guten Tag gehabt haben, dass der den ab 16 durchgewunken hat. Bei einigen Filmen ab 18 oder so, wo ich mir denke, zum Beispiel, auch hier ist der Avengement, wie hieß er noch? Avengement, ne? Ja, Avengement. Mit Scott Adkins der neueste, da hieß es ja von wegen, ja, der kommt ungekürzt raus ab 16, dann hieß es von wegen, der kommt ungekürzt ab 18. Dann hieß es, ja, der muss erst noch richtig geprüft werden, weil da ist noch irgendwas. Und dann kam die Ernüchterung, ja, der ist geprüft, aber nur in geschnittener Form, weil ungeschnitten kommt der nicht durch die FSK. Dann habe ich mir den Schnittbericht mal angeguckt bei schnittberichte.com. Ich habe gedacht, ihr wollt mich jetzt veräppeln. Die Szenen, die da rausgeschnitten sind, was soll das? Also sorry, da gibt es Filme ab 16, ab 12 teilweise sogar, die sind härter und da schneiden die das raus. Also ich meine, beziehungsweise ab 12, 16 lassen die durchwinken und dann bei so einem Film schneiden die dann, beziehungsweise ist denen dann zu hart. Das verstehe ich dann nicht. Aber gut, zu Altersfrage, Politik und so weiter, da kann ich jetzt großartig nichts zu sagen, weil das interessiert mich auch nicht. Ich finde es schon damals Schwachsinn, dass sie dann diese riesen FSK-Flatschen vorne drauf geklatscht haben. Die hätten auch so kleine FSK-Logos drauf machen können, wie zum Beispiel in England. Da reicht das völlig. Und aber nö, hier muss man ja, was weiß ich, ich sage jetzt mal vergleichsweise solche Flaschen drauf klatschen. Also das weiß ich nicht, das finde ich dann immer so. Kann ich jetzt auch, wie gesagt, beschäftige mich ja jetzt auch nicht großartig mit. Ich sehe nur von wegen, den Film wird es ungekürzt, den Film wird es nicht gekürzt. Also mehr kann ich ja jetzt großartig auch nicht zu sagen. Frage Nummer 7. Deutscher Release. Es gibt Filme, die nie eine deutsch synchronisierte Veröffentlichung erhalten haben. Vor allem aus dem Horrorbereich, was
vor allem aus dem Horrorbereich. Was ist da deiner Meinung nach? Ach, was ist da deine Meinung und gibt es Wunschfilme, auf die du noch hoffst? Oh, die nicht deutsch synchronisiert sind. Oha. Also die nicht deutsch synchronisiert sind, fällt mir jetzt gerade eigentlich keiner ein, was mir einfallen würde, was ich für eine Veröffentlichung hoffen würde. Ich würde nur, wo ich jetzt schon ein bisschen auf vom Thema abweiche, und zwar wieder eine Veröffentlichung, wo ich darauf warten würde, dass der mal auf DVD Blu-ray rauskommt, mit der RTL-Synchro. Und zwar ist das der Transformers The Movie. Auf Deutsch war das auch Transformers Kampf um Cybertron. Es gibt ihn zwar auf DVD. Manko. Teilweise nur arschteuer. Zweites Manko. Die Synchro ist grottenschlecht. Weil angeblich die Tonspur nicht auffindbar war oder was, keine Ahnung, haben sie dann so eine Neusynchro hingeklatscht, wo ich mir denke, so, ich habe mir den Film mal gekauft. Den habe ich wieder verkauft, weil die Synchro so scheiße war, dass ich mir den, obwohl ich ein absoluter Transformers-Fan bin, mir den nicht geben konnte, weil das ging nicht. Ich habe gedacht, was ist das für eine, habe den reingeschmissen und die ersten Sekunden, wo dann Deutsch gesprochen wurde, so, hä? Was ist das denn? Ganz neue Synchro? Ja, und dann kam raus von wegen, ja, wir haben die Synchro nicht gefunden, bla bla bla. Schwachsinn. Auf den würde ich zum Beispiel noch auf eine richtige DVD Blu-ray-Veröffentlichung warten. Welchen ich zum Beispiel noch gerne auf DVD, da würde mir auch die DVD völlig reichen, warten würde, das wäre ein Film mit Olivier Grenet. Und Regie hat, glaube ich, geführt Isaac Florentine. Das wäre der Film Savate. Den gibt es, glaube ich, nur auf VHS. Den gibt es meines Wissens nur auf VHS. Und, aber wie gesagt, sonst, also Filme, die keine deutsche Synchro gekriegt haben. Ach ja, und vielleicht noch ungekürzt Street Fighter 2 The Animated Movie. Gibt es auf DVD, gibt es aber nur geschnitten auf DVD. Und wie viel zahle ich für einen geschnittenen Film? 80 Euro. Ich glaube, es hackt. Sonst nie in deutscher Synchro. Also wie gesagt, die Filme, die keine deutsche Synchro haben, da fällt mir jetzt wirklich nichts irgendwie großartig zu ein. Das Einzige ist natürlich von wegen, gut, wenn man jetzt so Filme hat, wie Olli das ja auch schon sagte, von wegen, wenn man so ein Label hat, was dann so japanische Filme rausbringt, in OMU, also Original mit Untertiteln. Das kenne ich ja damals noch von den Anime-Zeiten. Man hat sich die Animes angeguckt, fand die Animes eigentlich richtig geil, aber man musste sich immer dann entscheiden, ja, guckt man jetzt den Film bzw. die Serie oder liest man die Texte? Und deswegen habe ich das damals auch so abgefeiert, dass zum Beispiel die Serie Record of Lotus War. Das war ja auch so ein bisschen mit angelehnt an Herr der Ringe etc. Ich sage jetzt mal angelehnt an Herr der Ringe, so ideenmäßig und überhaupt. Aber ist eine klasse Anime-Serie, davon mal ab. Dass es da dann hieß von wegen, nein, Record of Lotus War wird neu aufgelegt, wird synchronisiert etc. pp. Das fand ich schon mega. Aber wie gesagt, mir fehlt jetzt gerade wirklich großartig kein Film ein, wo ich jetzt wüsste, den gibt's im Ausland, aber nicht auf Deutsch synchronisiert. Da fehlt mir jetzt gerade so keiner ein. Also vielleicht fällt mir, wenn ich das Video hochlade, vielleicht fällt mir ja dann noch irgendwie was ein, aber momentan fällt mir kein Titel ein, wo ich jetzt wüsste, dass es da keinen deutschen Release gibt, beziehungsweise keine deutsche Synchronisation. Frage Nummer 8. Stars of Conventions. Geld zahlen für Autogramme, Fotos und Händedrücken, Geldmacherei oder sinnvoll? Kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Ich habe es ja zum Beispiel auch bei zwei Schauspielern gemacht. Einmal bei der Filmbörse in Oberhausen mit Scott Adkins. Da habe ich mir ein Autogramm geholt. Und einmal bei der, da war das glaube ich noch Weekend of Horrors.
Ja, ich meine, das war das noch The Record of Horrors mit Mark Dacascos. Wo ich auch richtig klasse fand, dass der mit einem auf Deutsch geredet hat. Fand ich richtig klasse, kam richtig super sympathisch rüber. Und war auch noch annehmbar vom Preis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, was einige bei der German Comic Con oder sowas genommen haben für Autogramme oder auch für Fotos, wo ich gedacht habe, pff, nee, lass mal. Wenn es nicht allzu viel kostet, warum nicht? Ich wäre nicht so bescheuert und würde jetzt für ein Autogramm 50, 60, 70 Euro oder noch mehr bezahlen. Also so bescheuert bin ich, wenn es jetzt nur 10, 20, ich sag mal bis 30 Euro maximal, dann sage ich da auch nichts zu. Aber nicht so horrende Preise wie 50, 60, 70, noch mehr Euro. Von daher, also auch so Geld, ob das Geldmacherei ist, weiß ich nicht, aber ich denke ja mal auch, die Veranstalter, so wie Olli das schon sagte, die Veranstalter müssen ja auch irgendwie Unterkunft und alles von den Schauspielern bezahlen. Und deswegen denke ich mal, ist da auch ein bisschen dann in dem Preis mit inbegriffen, eben halt dann so diese, ich sag jetzt mal, Hotelbuchungen etc. pp. Von daher, also Abzocke finde ich es nicht. Es gibt ja auch Schauspieler, die dann irgendwie, ich sag jetzt mal, die vielleicht gerade irgendwie, wenn die Pause machen oder so, oder gerade irgendwo hin wollen oder sowas, und du fragst die von wegen, ja, können wir mal ganz kurz irgendwie ein Foto machen, dann sagen die auch nicht nein. Dann sagen die von wegen, hier, komm, klar, können wir auch mit Handy machen, ist gar kein Thema. Von daher glaube ich nicht, dass das Abzocke und Geldmacherei ist, aber eben halt, man muss ja auch irgendwie dann das alles drumherum bezahlen. Und von daher ist es schon eigentlich so meiner Meinung nach okay. Frage Nummer 9. Qualität in Hollywood. Remakes, Reboots, Sequels, Prequels ohne Seele. Völlig egal oder kaum noch erträglich. Wann? Wenn dagegen Lösungsansatz. Ja. Lösungsansatz habe ich so gesehen keinen. Aber anscheinend hat Hollywood ja selber keinen, weil sonst hätten sie das Problem nicht. Das Einzige, was mich wirklich tierisch, wie man das jetzt schon überhaupt einmal merkt, dass so zig Reboots, Sequels, Prequels, Reboots bzw. Remakes gemacht werden. Oder Filme, die zum Beispiel dann auch mal nach dem zweiten Teil spielen. Ich sage jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel, Terminator Dark Fate, wo man sich wirklich denkt, wofür habe ich mir dann Teil 3, die Erlösung Genesis, reingezogen, damit die jetzt alle schon wieder für den Arsch sind. Sowas finde ich zum Beispiel Schwachsinn. Bei Comic-Verfilmungen finde ich zum Beispiel, ist das schon wieder was ganz anderes, weil es werden immer wieder neue Charaktere eingeführt. Gut, das ist zwar eine vorlaufende, so gesehen fortlaufende Geschichte, weil das ja immer, so gesehen, bauen die ja immer aufeinander auf. Aber es ist immer wieder, also wie ich das finde, immer wieder was Neues, und es ist nicht irgendwie so im Sinne von, ja toll, das kenne ich auch schon aus Iron Man 1, aus Iron Man 1, 2, 3, Captain America, Thor. Also ich finde, es ist immer wieder was Neues und wir sind schon in der Nase gerade. Das ist immer wieder was Neues. Mit den ganzen Reboots und sowas. Ja, ich kann es schon bald, mit den Reboots, Remakes, ich kann es schon bald nicht mehr hören, wie oft man liest. Ja, zum Beispiel, bestes Beispiel jetzt Chucky, Child's Play. Wieso muss man den Klassiker neu machen? Und dann noch machen von wegen, ja, im Original war es ja so gesehen ein Mörder, der dann durch einen Voodoo-Zauber sich seine Seele oder seinen Geist in eine Puppe transferiert hat. Das können wir für den heutigen Markt nicht mehr machen. Dann muss es schon ein durchgeknallter Animatronik-Roboter sein, beziehungsweise Kinderspielzeug-Roboter. Was soll das? Verstehe ich nicht. Genauso, ich hab's ja auch in meiner Sammlung, Robocop und Total Recall. Wenn man wirklich die Originale nicht kennt, sind die Filme eigenständig eigentlich recht in Ordnung. Wenn man aber die Originale kennt, denkt man sich, boah, was ist das? Was sind das für scheiß Filme? Genau das gleiche jetzt mit, was haben sie jetzt vor, Highlander? Sie haben doch jetzt vor, Highlander neu zu machen. Dann haben sie schon lange vor, wobei
irgendwie, jetzt entweder kommt kein Studio, kriegen sie kein Studio, oder entweder ist das Studio dann pleite, beziehungsweise das Studio macht pleite, die Schauspieler springen ab, die Regisseure springen ab, die Produzenten springen ab. The Crow. Ganz ehrlich, es gibt vier The Crow, es gibt vier The Crow Filme und eine The Crow Serie. Wobei die Serie mit Mark Dacascos fand ich jetzt auch nicht schlecht. Die The Crow Filme sind Teil 1 absoluter Kult, Teil 2 war noch annehmbar, Teil 3 fand ich auch noch richtig, richtig gut, Teil 4 war bleh. Gut, ich hab's alle, ich hab bis Teil 4 alle zur Komplettierung, aber wieso muss man sich an solche Klassiker ranwagen? Also sorry, das verstehe ich. Also das, wie gesagt, aber gut, mit neuen Ideen und so, das ist mal schwierig. Also das ist, wie gesagt, ich glaube, hätte ich eine Lösung, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, hätte ich eine Lösung dafür, wäre ich, glaube ich, Millionär. Aber, also wie gesagt, anscheinend hat die Lösung ja auch niemand in Hollywood, sonst würden sie ja immer nicht so viele Remakes etc. machen. Genauso jetzt das Neueste, was jetzt hier, ich glaube, Neil Blomkamp, ist das Neil Blomkamp? Ich meine wohl, der Regisseur von District 9, Elysium und Chappie. Er ist doch, glaube ich, jetzt gerade an der, ja, ein bisschen Drehbuch oder sowas schreiben von Robocop. Ich meine Robocop 2, der Robocop 2 und 3 außen vor lässt, beziehungsweise komplett streicht und Robocop 1 noch berücksichtigt, aber dann danach spielt und ich weiß auch nicht genau. Gut, also Neil Blomkamp, für meine Verhältnisse könnte er einen klasse Robocop-Film machen, aber ob das alles sein muss, ist dann eine andere Frage. Also von daher mal abgesehen. Ich hoffe, ich habe ja jetzt auch so gesehen die Fragen aber erstmal so weit beantwortet, bis auf eben die letzte. Und zwar sind wir hier bei Frage Nummer 10, Political Correctness. Wie ist deine Meinung zum aktuellen Einfluss der SJW und Third Wave Feminismus-Szene in der aktuellen Kinowelt und Unterhaltungsindustrie allgemein? Es betrifft ja auch Comics, Games etc. Da kann ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, großartig gar nichts zu sagen, weil, was heißt, es interessiert mich nicht, aber es ist ein bisschen nebensächlich, will ich auch nicht sagen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt wirklich so sehe, was eben halt jetzt alles so für, ich sage jetzt mal wirklich, weibliche Heldinnen rausgekommen sind. Wonder Woman, so wie Olli das auch schon sagte, Wonder Woman, Black Widow. Das teilweise auch ein bisschen hier, zum Beispiel in dem Marvel-Film Maria Hill, auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, gepusht wurde. Oder eben halt auch in Avengers Endgame, die Frauen, die Frauenfiguren ein bisschen mehr Präsenz und Einsatz gekriegt haben. Finde ich alles okay. Warum man das jetzt, dieses Thema jetzt so aufbauschen muss, weiß ich jetzt auch nicht, weil eigentlich, also ich find's in Ordnung, dass jetzt eben halt auch mal so, dass jetzt auch Frauenfilme, beziehungsweise Frauenfiguren Hauptcharaktere werden und nicht immer nur so diese Nebenparts oder sowas einnehmen, weil das ist manchmal totaler Tünnif. Mit so ethnischer Herkunft und sowas bei einigen Figuren, da kann man natürlich jetzt auch drüber schreiben, wie zum Beispiel jetzt auch schon Olli sagte, bestes Beispiel jetzt mit Ariel die Meerjungfrau. Ariel die Meerjungfrau soll ja jetzt auch verfilmt werden und für die Rolle wurde eine farbige Schauspielerin gecastet. Gut. Könnte man ja jetzt sagen, oder ich glaube, es reden hier sicher schon wieder teuflisch viele Leute auf und wegen, nein, wie kann man denn sowas wagen? Ariel ist eine Weiße und bla bla bla. Ganz ehrlich, sorry, nehmt's doch so hin. Wen hat's denn damals gejuckt? Also mich hat's definitiv nicht gejuckt bei Avengers, beziehungsweise bei Iron Man. Wen hat's denn gejuckt, dass Nick Fury, den ich jahrelang aus Comics etc. pp. Nur als weißen Kerl kannte, dann auf mal schwarz, schwarz mit Augenklappe und Glatze. Hallo? Ich hab's abgefeiert. Samuel L. Jackson? Wieso denn nicht? Also ich fand's, ich,
ich fand's jetzt echt nicht schlimm, dass Samuel L. Jackson dann Nick Fury war. Der wurde ja dann auch nachher in den Comics, wurde er ja dann auch nur noch so dargestellt. Gut, das Einzige, was ich natürlich jetzt ein bisschen plump finde, von wegen, ja, dann machen wir jetzt mal einen weiblichen Thor oder so, wo ich mir denke, so, ja, muss das jetzt sein? Aber an sich finde ich das mit den weiblichen Figuren etc. pp. Gar nicht schlimm. Gut, es gab auch zum Beispiel Spider-Girl etc. pp., aber Spider-Girl, da war das auch schon wieder sowas anderes, weil da war das die Tochter von Mary Jane und Peter Parker. Und also ich für meine, also nach meiner Meinung ist, also was heißt für, nach meiner Meinung, also meine Ansicht ist einfach so, was soll's, also lasst es doch einfach alle so machen und ist doch auch gut. Was habe ich jetzt irgendwann haben sie zum Beispiel auch jetzt auch irgendwie angedeutet, dass jetzt irgendwann in einem der nächsten Marvel-Filme irgendwie eine homosexuelle Hauptfigur oder mit Hauptfigur drin vorkommen soll. Ja, warum denn nicht? Wo ist denn das Problem, dass man dann ja gut, man hat dann wieder so ein paar Länder, wo gesagt wird, nein, Homosexuelle werden bei uns im Kino nicht gezeigt. Ich sag nur, wo war das, wo der Homosexuelle rüberkam? Schneewittchen. Schneewittchen. Die Schöne und das Biest Realverfilmung mit, ach Gott, wie hieß sie denn noch? Hermine. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, bestes Beispiel, wurde in Russland, glaube ich, geschnitten. Ich glaube, alle Szenen mit ihm wurden rausgeschnitten, keine Ahnung. Gut, da haben wir dann wieder da ein bisschen Probleme, dann weltweit den Film zu vermarkten. Aber warum denn nicht? Herrgott nochmal. Von meiner Warte aus, so what? Lass die Leute das so machen. Ist okay. Warum nicht? So, jetzt haben wir mir ein bisschen die Kehle auch ein bisschen trocken geredet. Das war jetzt alles ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, euch haben die Antworten soweit gefallen. Dir, Olli, natürlich auch. Und ja, jetzt als nächstes folgt dann noch ein kleineres Update-Video wieder von mir. Und ja, natürlich jetzt endlich irgendwann mal hoffe ich, dass dann auch irgendwann mal mein Soundtrack-Special folgt. Aber wie gesagt, die YouTube-Sache hier ist eben halt nur ein Hobby, Arbeit geht vor. Und ich komme momentan einfach nicht dazu, dieses Video zu machen. Aber weil es auch immer ein bisschen zeitintensiver ist, weil es ein bisschen mehr ist etc. Es wird jetzt auf jeden Fall die nächste Zeit mal gemacht. Und ja, das sind dann so meine nächsten Videos, die dann jetzt mal so folgen. Ja, also wie gesagt, zunächst hoffe ich erstmal, dieses Video hat euch soweit gefallen, weil meine Antworten sind soweit eurer Zufriedenheit beantwortet worden. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.